So, Freunde, oh, ich sag erstmal hier. Oh, Entschuldigung. So, hallo. Da bin ich wieder. Muss mal eben hier den. Alter Schwede. Ja, soll beendet werden. So, Freunde. Wahnsinn. Ich mach mal eben hier Pausenmenü weg. Genau, so. Alter Schwede. Oh. So, wer ist denn alles da? Schnoggi ist da. Hallöchen, willkommen zur Let's Play Live Show. Ich grüße dich und auch an die anderen alle. Hallo, da bin ich. Was Fakt ist, irgendwann gewöhnt sich unser Auge an die hohe Auflösung und irgendwann hört das Auge mal auf, hohe Auflösung wahrzunehmen. Schau zum Beispiel 4K Full HD, Unterschied ist aber nicht so krass wie damals von PAL zu Full HD. Ja, das stimmt. Da gebe ich dir vollkommen recht. Und ich glaube auch dieser 11K Fernseher, der in Japan da gibt, ich glaube die und den Unterschied wird man glaube ich dann auch nicht sehen zwischen 4K und 11K. So, was? Möchte nicht weiter darüber diskutieren, sondern Sascha zusehen, wie er sich ins Hemd macht. Was? So, was haben wir denn noch da? Virtual Boy von Nintendo. Wer ist denn sonst noch da? Ist denn sonst noch jemand irgendwie da gewesen, der begrüßt worden? Flexi, frohen Sonntag, das wünsche ich dir auch, Schnoggi. Das wünsche ich dir auch. Was schön lieb sein, möchte heute nicht muten müssen. Okay. Fredchen. Die Folge wird legendär. Was? Flexi ist da schon auf dem Schiff. Ja, wie gesagt, ne, genau. Ich sehe euch nicht, ich höre euch auch nicht. Nicht wundern. So, sehr geil. Freunde, ich würde sagen, wir machen eine kleine Pipi-Pupu-Pause, Schipsel-Pause, Trinkel-Pause. Ich mach mal eben hier Kabel-Entwirrwarr. Ich lege das mal alles hier oben hin. So, zack. Und zack und zack und zack. Und wir sagen, wir machen eine kleine Pipi-Pause, dann kann ich mich auch nochmal eben kurz entspannen. Und dann geht's gleich weiter mit Resident Evil 7 Biohazard in VR. Und dann gucken wir mal, was uns auf der Videokamera oder beziehungsweise auf den Kameras so alles erwartet. Und würde sagen, bis gleich.
Hallo. Hallo, Freunde, willkommen zurück zur Let's Play Live Show. Ich bin wieder da und würde sagen, willkommen, hallo. So, ich setze die Brille wieder auf, die Brille, die Kopfhörer und dann gleich geht's direkt wieder in die Action. Ich stürze mich direkt wieder rein. Ich hoffe, ihr habt eure Pause genossen. Ich muss nachher... Ich werde heute ein bisschen eher aufhören zu streamen, also nicht wundern. Weil ich muss nachher noch was zu essen bestellen. Und, und ich habe nämlich noch kein Abendbrot gegessen, alles. Und er muss heute auch früher ins Bettchen. Und will die Videos aber noch fertig machen. Nachher. Also hier Resident Evil. Und es kommt ein neues Let's Play, beziehungsweise ein neues altes Let's Play auf YouTube. Da dürft ihr euch schon mal freuen. Es geht nämlich weiter. Ein verschollenes Let's Play kommt quasi wieder. Lasst euch einfach überraschen, was das ist. So. Ich würde sagen, komm, ich heil mich mal. Komm, scheiße, komm. So. Ich frage mal demnächst meine Hausärztin, ob ich auch so ein Kraut kriegen kann. So. Ja, und jetzt? Aha. Den Raum kennen wir ja. Das ist der Fahrstuhlschacht. Wo ist das? Den Ort kenne ich gar nicht. Ethan. Da ist Ethan. Hoffentlich schaffe ich es noch. Okay. Unterstes Deck. Unterstes Deck, okay. Ethan! Hör auf, Evelyn! Hör auf! Wo ist sie? Okay. Wir wissen mal, was wir zu tun. Wir wissen, was wir zu tun haben. Ich würde sagen, wir gehen erstmal in den Fahrstuhlschacht. Okay, wir müssen auf jeden Fall dran denken, dass wir noch das Maschinengewehr kriegen. Hier runter komme ich ja nicht, ne? Wie bin ich denn hier hochgekommen eigentlich? Von wo kam ich denn nochmal? Von wo kam... Nee, hä? Von wo kam ich denn nochmal her? Ja, ja, Evelyn ist gut. Evelyn, alles gut. Evelyn, Schnürschuh. Von wo kam ich denn nochmal her? Warte mal, wir sind... Ach ja, von da oben, ne? Von hier. Ja, aber da komme ich nicht mehr rauf. Hä? Wie komme ich denn jetzt... Da haben wir schon reingeguckt. Ich sehe jetzt keine Alternative, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich werde mir beide Beine brechen, hundertprozentig. Ah, das geht, Gott sei Dank. Ich dachte, das geht nicht. So, wir haben den Schlüssel. Haben wir den noch wieder mitgenommen? Nein, okay. Oh nein, das ist nicht gut. Herabsteigen, hochklettern. Wo? Wo denn? Ach, da. Oh, ich weiß ganz genau, wo wir sind. Oh nein. Ich speichere jetzt erstmal. So. Ich speichere jetzt erstmal hier oben, sondern weiß ich oben. Jetzt bin ich mal gespannt, was da steht gleich. So. 10 Stunden, 26 Minuten. Ist das richtig?
10 Stunden, 26 Minuten, 55 Sekunden haben wir bisher gespielt. Alter Schwede. 10 Stunden schon. Krass. Hätte ich nicht gedacht. Und das in VR. Muss man sich mal überlegen. Ich meine, die Anfangsgeschichte mit VR waren ja alles nur so Demos quasi. So alles so, was nur 2 Stunden geht, 4 Stunden. Aber jetzt schon so ein vollwertiges Spiel ist schon krass. Hier war auch eine Tür, ne? Genau, hier war die Sicherung. Kann ich die mitnehmen? Ja. Ach so, dann bleibt die aber zu, ne? Mal hoffen. Ach so. Okay. Und das ist Deck, ne? Hier haben wir ja alles schon geplündert, ne? Die Frage ist, wo ging es denn jetzt da lang? Warte mal eben. Unteretage ist. Okay, pass auf. Ich mach's mal anders. Aua, Alter! Geh weg, lass mich! Lass mich, du stinkster Maggi, geh weg! Ey, wo ist die Tür hin? Oh Gott, nein! Der Penner, Alter, der Wichser. Oh, mach die Tür auf. Oha, Alter. Ah, nee, geht's ja nur nach oben. Hä? Wie komme ich denn runter auf S2? Warte mal, jetzt muss ich mal eben kurz gucken. Ich muss irgendwie. Warte mal. Ich bin jetzt auf F1, ne? Da ist eine Treppe, da geht's nach unten. Aber die funktioniert ja nicht, ne? Das ist die einzige Treppe. Freizeitraum, uhu! Freizeitraum haben wir noch gar nicht. Du hört sich so lustig an, aber wir brauchen eh die Sicherung für den Fahrstuhl. Also müssen wir die ja mitnehmen. Da hinten ist er. Hier ging es immer raus, ne? Ne, okay. Da ist der Freizeitraum. Ah, den müssen wir wegätzen, ne? Genau. Haben wir denn da Ätzflüssigkeit? Ne, ne? Verdammt. Nein, was mache ich denn? Oh, ich bin so hohl. Oh, ernsthaft? Jetzt habe ich doch tatsächlich unnötig... Na super, ey, klasse. Unnötigerweise habe ich jetzt Heilmittel verballert. Warum ist das denn hier so zugewuchert? War das vorhin schon so? Und wie kommen wir denn nach oben mit der Sicherung? Hier, ne? Hochklettern, ne? Oder? Hallo? Wieso kann ich hier nicht hochklettern? Ah, hier. Kann ich hier schon mal die Sicherung reinmachen? So, da fehlt noch... Was ist das hier? Luis, das Kabel ist komplett durchgeschmort. Wir hatten zwar ein Ersatzkabel, aber damit mussten wir schon etwas auf der Krankenstation 3F reparieren. Du musst Dr. Wattel nachfragen. Die brauchen mich unten im Maschinenraum Nummer 2. Aber ich kann nicht runtergehen, bevor wir das Teil nicht wieder in Gang kommen. Dwayne. Okay, wir müssen nach 3F, um das Kabel zu bekommen. 3F... wo ist denn 1, 2F? Also noch eine Etage höher, okay. Warte mal, 3F ist... warte mal. 3F ist die Etage, wo wir runtergesprungen sind, oder? Kann das sein? Oh nein. Hier. Hier müssen wir irgendwo ein Kabel finden. Die Frage ist nur... Oh, hier können wir speichern. Schön. Die Frage ist nur... Wo finden wir hier ein Kabel? Ach ja, in der Krankenstation hat er geschrieben, ne? Können wir das eigentlich so auch nochmal nachlesen? Akten? Warte mal. Jims Brief.
Betäubungseinsätze. Ah, hier. Das Kabel ist komplett durchgeschmaut. Wir hatten zwar ein Ersatzkabel, aber damit mussten wir schon etwas auf der Krankenstation greifen. Krankenstation, okay. Warte, ich schau mal eben auf die Karte. So, wo ist denn hier die Krankenstation? Da, Krankenstation. Duschraum. Steuerraum, da ist die Krankenstation. Dazu brauchen wir aber Dings. Dazu brauchen wir aber das Ätzmittel. Und wo kriegen wir das? Wo kriegen wir denn das Mittel jetzt zum Wegätzen? Wo waren das nochmal gewesen in dem Video? Ach, ich weiß wo. Warte mal. Hier war das, wo wir reingegangen sind. Im Finale, genau. Oder? Hatten wir das Ätzmittel hier schon gehabt? Warte mal, hatten wir das hier schon? So, dann haben wir hier Dings gehabt. Hier Evelyn, bla bla bla, tralala. Ne? Dann sind wir hier durchgegangen. Dann haben wir da das Video gedreht. Ich werde das mal kurz Revue passieren lassen. Wo kommt der denn her, Alter? Willst du mich verarschen? Ernsthaft? Gibt's doch nicht.